Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Ich möchte mich wieder mal bedanken für alle Post, die ich kriege. Ich kriege immer noch sehr viel Post, was mich freut. Da sind ganz tolle und spannende Geschichten darunter. Das ist wirklich eine Freude, das zu lesen. Zu einem Thema, zu dem ich von jeher sehr viel Post bekommen habe, möchte ich heute unbedingt das Video nachliefern. Gerade in diesem Monat sind wieder 10 oder 12 Mails zu diesem Thema gekommen und es wird jetzt höchste Zeit, dass ich euch etwas darüber erzähle. Und zwar geht es um Strom, um Elektrik. Ja, ich weiß, das ist ein Thema, das ist bei den meisten schon sehr lange her. Man hat das mal in der Physik, in der Schule so ein bisschen gestreift wahrscheinlich, aber in der Zwischenzeit natürlich wieder vergessen. Bei mir genauso. Also wenn man nicht beruflich mit dem Thema zu tun hat, dann ist das ganz schnell wieder weg, weil es halt ein sehr abstraktes Thema ist. Wir Dampfer, wir müssen auch nicht allzu viel wissen, aber es gibt ein paar Punkte, die sich lohnen, wenn man darüber Bescheid weiß. Und diese paar Punkte, die möchte ich euch heute erklären. Ich versuche es zumindest. Wie gesagt, es ist ein abstraktes Thema, aber ich versuche so einfach wie möglich und ich werde nicht ins Detail gehen, sondern das wirklich grundsätzlich behandeln. Wir schauen uns Volt an, Ampere und Ohm. Und ganz am Schluss möchte ich noch kurz Watt, aber nur ansprechen. Gut, fangen wir an mit Volt. Volt ist ein Begriff, den kennen wir eigentlich alle. Wir wissen, aus unseren Wandsteckdosen kommen 220 oder 230 Volt. Nun, Volt ist eine Spannung. Das ist die elektrische Spannung, die damit angegeben wird. Das ist also nicht die Strommenge oder irgendwie sowas, sondern die Spannung. Also quasi der Druck, also mit welchem Druck der Strom durch die Kabel gepresst wird, um das ganz einfach zu sagen. Eben, bei der Wandsteckdose kommt der Strom mit 230 Volt aus der Steckdose geschossen. Bei Autoelektrik zum Beispiel, also Autobatterien oder so, die funktionieren nur mit 12 Volt, also deutlich weniger. Also da ist die Spannung geringer. Unsere Dampfakkus, die haben alle 3,7 Volt. Also noch einmal, weniger Spannung in unseren Akkus. Auch die ganzen Ego-Akkus, alle Akkus eigentlich, die es zum Dampfen gibt, haben 3,7 Volt Spannung. Das ist wichtig für uns, das müssen wir wissen, weil zum Beispiel eine solche normale AA-Batterie, die man in ganz vielen Geräten braucht, die hat nur 1,5 Volt oder sogar nur 1,2 Volt Spannung. Also deutlich weniger als unsere 3,7 Volt Akkus. Gut, eben, wir wissen jetzt die Spannung. Volt ist die Spannung, aber es gibt uns sonst noch nichts an. Also nichts über die Leistung oder die Dauer oder was auch immer. Und da kommen jetzt die Ampere ins Spiel. Ampere ist eigentlich die Stromstärke oder ja Strommenge. Stimmt nicht so ganz, aber man kann sich so vorstellen. Also die Volt, die schieben die Ampere durch die Kabel durch. So kann man sich es vielleicht vorstellen. Über Ampere müssen wir eigentlich nichts wissen. Es ist nur, etwas ist wichtig, das sind die Milliampere-Stunden. Die sind auf jedem Akku angegeben. Ich kann euch hier mal zeigen. So, ja, da kann man es nicht so genau sehen. Hier, aber das glitzert so blöd. Also auf jeden Fall dieser 18650er Akku, der hat angeschrieben 3000 Milliampere-Stunden. Stimmt wahrscheinlich nicht, der hat höchstens 2,5, aber spielt jetzt keine Rolle. Ein normaler Ego-Akku hat 650 mAh. Nun, was gibt das an? mAh gibt uns an, wie lange ein Akku halten kann. Also nicht über die Spannung, die wissen wir ja schon, nicht über die Stromstärke, die dann ankommt, sondern nur, wie lange ein Akku funktionieren kann. Also je mehr Milliampere-Stunden ein Akku hat, desto länger könnt ihr bei gleichbleibender Leistung dampfen. Also ihr seht, wenn der 650 hat, hier der Eimis, der hat 900, ist auch entsprechend länger. Und dann geht es rauf eben bis zu diesen da, die dann 2500 oder was weiß ich wie viel haben. Also den kann ich deutlich länger dampfen als den hier. Also das ist eine Information, die für uns wichtig ist, 650 mAh oder eben 2500. So, und dann kommen wir zur dritten Einheit, die uns betrifft, das sind die Ohm. Und zwar geht es da um elektrischen Widerstand. Die Einheit des elektrischen Widerstandes nennt man Ohm.
Nun, wir müssen da auch nicht allzu viel drüber wissen, sondern nur, wie ein Dampfgerät funktioniert. Wir haben ja einen Heizdraht, einen Draht, der so eine Spirale macht und der dann am Schluss glüht. Nun, wenn man einen ganz normalen Silberdraht nehmen würde, der würde nicht glühen, weil der hat keinen elektrischen Widerstand. Deshalb verwenden wir Heizdrähte oder Kanthal, wird auch immer gesagt, Kanthaldraht. Kanthal ist übrigens nur ein Markenname eines schwedischen Herstellers, glaube ich. Aber das sind Drähte, die einen elektrischen Widerstand haben. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn der Draht so zusammengequetscht wird, damit nicht so viel Strom durchgehen kann. Also der Strom muss sich da wirklich durch diesen Widerstand durchkämpfen und das bringt ihn schlussendlich zum Glühen. Und durch das Glühen verdampft dann unser Liquid. Also das ist der elektrische Widerstand. Diese Ohmzahl habt ihr bestimmt schon gehört. Die kann man variieren. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Da werde ich noch drauf kommen. Also, ich möchte euch, jetzt habe ich es einfach so erzählt, ich weiß, das ist schwierig. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das habe ich von der Megan zur Verfügung gestellt gekriegt und das zeigt es eigentlich sehr gut. Guckt mal hier, das ist so eine Zeichnung. Ihr seht hier links das Voltmännchen, das tritt die Ampere in den Hintern. Also das sagt, geh jetzt endlich durch diese Röhre durch und obendrauf steht das Ohmmännchen und zieht diesen Draht oder dieses Kabel mit so einer Schlinge zu. Also das symbolisiert eben den Widerstand, die Ohm. Vielleicht könnt ihr es euch so ein bisschen besser vorstellen. Also Volt, Spannung, drückt die Ampere, die Strommenge, durch den Widerstand, den das Ohmmännchen mit der Schlinge hier fabriziert. Schöne Zeichnung, oder? Die gefällt mir ausgezeichnet. Gut, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Was nützt uns dieses Wissen jetzt alles? Wir wissen einerseits, wir haben immer 3,7 Volt, aber es gibt ja Geräte, die können aus einem solchen Akku mehr Spannung herausholen. Das bekannteste ist sicherlich der Powari. Man nennt diese Geräte VV, also variable Volt Akkuträger. Auch die LavaTube kann das, die Epic Storm, die VMAX kann es so einigermaßen, die ZMAX auch. Aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Der Ego Twist Akku kann das ebenfalls. Also das gibt es jetzt doch schon einige Geräte, die aus dieser 3,7 Volt Spannung mehr machen können. Beim Provari bis hinauf zu 6 Volt. Nun, was bringt das? Wenn ich die Voltzahl erhöhe, dann tritt das Voltmännchen noch kräftiger zu, die Ampere fließen schneller, der Heizdraht wird heißer und ja, es gibt mehr Dampf, es gibt mehr Flash. Aber natürlich nur begrenzt, irgendwann stimmt dann der Nachfluss nicht mehr und dann ist die Geschichte auch vorbei. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich mehr Volt gebe, dann habe ich mehr Dampf, habe ich mehr Flash, kommt einfach mehr durch den Draht, durch die Kabel durch. Nun eben, es kommt sehr darauf an, was ich für einen Verdampfer oben drauf habe. Zum Beispiel bei den Egos ist das genau abgestimmt. Also die Ego-Akkus haben ja zwar 3,7 Volt Spannung ursprünglich, die werden aber auf 3,3 runtergetaktet und der Verdampfer passt dann genau zu dieser Stromleistung, da muss man nichts machen dran. Aber bei Akkuträgern mit auswechselbaren Verdampfern, da kann es jetzt eben eine Rolle spielen. Das ist jetzt zum Beispiel der Kaifun, das ist ein Selbstwickler. Den habe ich mir auf 2 Ohm, glaube ich, gewickelt. Gucken wir schnell. Oder 2,1, irgendwie sowas. So. Ja, 2,1 sind das, oder? So, und den dampfe ich demnach mit 3,7 oder 3,8 Volt. Seht ihr? Also das passt zusammen. Ich sage immer, geht mal, wenn der Verdampfer 2 Ohm hat, fangt mal an mit 3,7 Volt. Und dann könnt ihr probieren, rauf auf 4 oder sogar auf 4,2, bis ihr euren Sweet Spot, nennt man das, gefunden habt. Das passt jetzt für mich ausgezeichnet. Dann habe ich aber zum Beispiel hier, das ist die Vivinova, und da habe ich jetzt einen Verdampferkopf drauf, der hat 2,4 Ohm. Das heißt, ich muss die Spannung erhöhen. Mit 3,7 kommt jetzt da einfach zu wenig. Also habe ich die auf 4,4 heraufgeregelt. Und jetzt? Passt das wieder ausgezeichnet zusammen.
Also je höher der Widerstand des Verdampfers, desto mehr Volt müsst ihr geben. Wenn ihr den Widerstand des Verdampfers senkt, zum Beispiel bei der Vivinova hat man ja drei verschiedene Köpfe, wenn ihr da jetzt einen mit 1,8 drauf macht, dann könnt ihr runter auf 3,7, 3,6 Volt, wo es euch dann halt so am besten passt. Also Verdampfer, Widerstand, Ohmzahl rauf, Voltzahl auch rauf. Ohm runter, Voltzahl auch runter. So funktioniert das im Prinzip. Probiert aus, wo so euer Sweet Spot, also wo der Punkt liegt, wo es euch am besten schmeckt, und dann habt ihr einen Anhaltspunkt. Dann wisst ihr, aha, der Verdampfer hat weniger Ohm, also gehe ich mal lieber runter mit den Volt. Grundsätzlich übrigens immer mit wenig Volt anfangen, bitte. Nicht, dass ihr da euch irgendwas zerschießt oder so. Also lieber mit zu wenig Volt anfangen und dann hochregeln, bis es für euch passt. Ja, so ist das. Wenn ihr schon länger dampft, dann werdet ihr dann merken, viele Händler geben ja nicht an, wie viele Ohm das die Verdampfer in ihren Shops haben. Und da, das ist eigentlich schade und auch blöd von den Händlern. Da möchte ich auch die Händler wieder mal in die Pflicht nehmen und sagen, hey, gebt doch bitte an, wie viele Ohm das eure Verdampfer haben. Das ist eine wichtige Information. Aber eben, wenn ihr schon länger lang dampft, dann werdet ihr das auch merken. Also fangt ihr bei 3,7 an, Volt an, dann merkt ihr sofort, ob der Verdampfer mehr Widerstand hat oder weniger. So, ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ich habe das einigermaßen erklärt, dass das verständlich war. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn noch irgendetwas unklar ist. Mehr brauchen wir eigentlich nicht zu wissen. Das reicht uns als Wissen. Also Volt, Spannung, Ampere. Da vor allem die Mini-Ampere-Stunden, Milliampere-Stunden, Entschuldigung, die uns die Länge des Akkus angeben, respektive wie lange das der hält, und eben die Ohm, der Widerstand des Verdampfers. Gut, jetzt noch ganz kurz zu den Watt. Es gibt schon seit einiger Zeit wird diskutiert über VW, also variable Watt. Nun, Watt ist natürlich auch wieder eine komische Einheit. Watt ist, ich nenne es jetzt mal die Strommenge. Ich sage jetzt mal, Watt ist die Strommenge, die beim Verdampfer ankommt. Nun gibt es Geräte, die können diese Wattmenge regeln. Und zwar heißt das, ich kann mir die Wattmenge einstellen. Ich sage jetzt mal 7 Watt. Und dann habe ich immer genau die gleiche Dampfmenge, egal was für einen Widerstand ich oben drauf schraube. Also ob ich da jetzt einen 1,5 Ohm Verdampfer drauf schraube oder einen 2,4 Ohm, es kommt immer genau gleich viel raus, weil diese Watt-Akkuträger, die regeln dann die Voltzahl entsprechend dem Verdampfer, der oben drauf ist. Also das geht dann automatisch. So sollte das zumindest in der Theorie funktionieren. Es gibt noch nicht viele Geräte, die das können. Es gibt zum Beispiel den Kick. Das ist so ein kleines elektronisches Modul, das man sich in ungeregelte Akkuträger einsetzen kann. Und der kann dann eben diese Wattzahl regeln. Es gibt auch die Z-Max, soll das auch können. Die erste hat es nicht gekonnt, die zweite scheint jetzt ein bisschen besser zu sein. Und es gibt noch den Semovar von Swoemestor aus Russland, der das auch kann. Aber das möchte ich nur kurz ansprechen, damit ihr wisst, wovon da gesprochen wird. Erst müssen da wirklich Geräte kommen, die funktionieren, die sauber funktionieren, bevor wir uns da weiter und eingehend darüber unterhalten. Ich mache noch ein Video zum Kick. Da werde ich euch auch ein bisschen ausführlicher dann erzählen, wie das funktioniert. So, ich hoffe wirklich, ihr habt das alle verstanden. Und ja, ich wünsche euch gut Dampf mit dem neuen Wissen über ein bisschen Dampferelektrik. Und ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.